Falls du noch gar keinen Scream-Spieler gezogen hast und endlich mal diesen Walkout sehen willst, ja, wie er so zombie-mäßig rauskommt, bleib unbedingt dran. Es gibt eine SBC. Wir machen kurz und knackig ein Video zum Dienstagmorgen. Lasst es krachen. Einen schönen Tag wünsche ich euch. Auf geht's. An die smarteste Community auf YouTube, herzliches Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute kurz und knackig. Ja, die Cornflakes können schnell gegessen werden, ja, oder das Mittagessen kann schnell gegessen werden, oder in der Schulpause kann schnell gegessen werden, denn wir werden heute ganz entspannt die Ultimate Scream SBC lösen, die gestern 19 Uhr rausgekommen ist, und zwar wird dafür natürlich ein 83er Rating benötigt. Ich habe euch gesagt, investiert in 83er und 84er, die werden jetzt nach und nach steigen, und ich bin mir relativ sicher, dass diese vielleicht noch öfters gebraucht werden, dass in der kommenden Woche, die jetzt noch da ist, noch ein bisschen was mehr kommt, dass vielleicht sogar die 83er, 84er noch mehr nach oben gehen, genauso wie Abschlussinfos, kann ich mir sehr gut vorstellen, vielleicht sogar auch was, wo man Scream-Spieler abgeben muss, man weiß es nicht, aber wenn euch das Video gefällt, gebt gerne einen Daumen nach oben, wenn ihr gehypt seid, gebt auch einen Daumen nach oben, und nicht zu vergessen, alle die aus Hamburg kommen, heute um 16.30 Uhr, wenn mich nicht alles täuscht, in Hamburg spielen wir, ich blende euch jetzt nochmal ein Bild ein, da geht's los, ja, die YouTube Allstars gegen eine Auswahl, also kommt vorbei, feuert die Smexy Army an und dann holen wir uns die 3 Punkte. Jetzt starten wir rein. Ultimate Scream. Ihr seht es schon. Sieht sehr, sehr geil aus. Tausche ein Team, gruselig oder nicht, gegen einen Ultimate Scream Spieler untauschbar ein. Heißt sozusagen, man bekommt einen Scream Spieler, der untauschbar ist. Wir brauchen einfach Spieler aus derselben Liga. Maximal 4. Teamgesamtbewertung von 83. Team Chemie von mindestens 19, Anzahl der Spieler im Team 11. Das ist gerade zu dem Zeitpunkt, wo ich es aufnehme, und 20.25 Uhr die günstigste Lösung, die ich so gefunden habe. Ja, also es kann sich natürlich alles ändern, aber ihr seht ungefähr, wie das Prinzip ist. Ganz einfaches Prinzip, einfach hier ein paar Engländer zum Beispiel auch hinstellen. Man könnte hier zum Beispiel auch eine Deutschland-Ecke machen. Hier eine Portugiesen-Ecke mit Carvalho, Bastos und Pereira und so weiter und so fort. Aber so war es relativ günstig. 900 Münzen für Bravo, 2,9 für Silber, Erstbesitzer Lovren, Otamendi 4,7, das sind noch alte Preise, die habe ich irgendwann mal gekauft gehabt zum Investieren, habe sie aber nie wieder verkauft, um sie jetzt zum Beispiel abzugeben. 1,8 für Gaetan, Erstbesitzer Brozovic genauso, Bruno, João Mario, Brieto, Mandzukic 1,4 und Erstbesitzer Aduriz. Aber wir kommen hier insgesamt auf eine 94er Chemie. Man kann hier noch Chemie rausholen, indem man hier die 4 ZMs umwandelt in ZOM, ZDM, ZDM und ZOM. Damit kommen wir auf eine 98er Chemie, und mehr als 8 Erstbesitzer hatten wir nicht in diesem Verein. Das heißt sozusagen, auch mit diesen könnt ihr ohne Loyalitätsbonus das Ganze rocken. Wir senden das ganze Team ab, und ich bin gespannt, was wir für einen Scream-Spieler ziehen. Es gibt ja jede Menge Auswahlmöglichkeiten, ne? Von dem Özil, Ribéry, Benzema bis hin aber auch zu Forster und sonstigen. Deswegen hoffen wir einfach mal auf ein bisschen Packluck. Ja, ich bin gespannt. Wir werden jetzt nicht lange drum rumschnacken. 31, 2 Verkäufer haben wir noch. Gucken wir schnell rein. Ja, überteuert verkaufen geht mittlerweile sehr, sehr gut. Vor allem mit den 83er, 84er. Die stellen wir noch ganz schnell drauf. Und jetzt geht's los. Heute Abend kommt übrigens wieder ein Pack-Experiment. Lohnen sich Packs wirklich? Ja, machen wir mit denen Gewinn oder nicht? Damit ihr Bescheid wisst. Und morgen früh, ja, müssen wir mal gucken, was da kommt. Ja, lasst euch überraschen. Wir öffnen den Shop-Katalog. Ultimate Scream-Spieler. Garantiert ein Ultimate Scream-Spieler. Furchterregend. Wir starten rein mit der Nase. 3, 2, 1, let's go. Es ist untradable, also ein relativ gut bewerteter Spieler. Wäre ganz nice. Wenn nicht, werden wir den irgendwo abgeben. Oh, es wird ein Walkout. Aber welcher? Belgien, Innenverteidiger, und damit ziehen wir wahrscheinlich den schlechtesten aller Schlechten, und zwar wird es Van Damme werden, ne? Kostet, glaube ich, knapp 20.000 Münzen. Walkout ist zwar da, die haben wir aber sogar schon im Verein. Ja gut, müssen wir abwarten, vielleicht kommt da in irgendeiner Art und Weise noch eine Scream-SBC, wo wir die abgeben können. Den packen wir in den Verein, den packen wir auf die Transferliste. Bitteres Ding. Und dann hoffe ich, dass du viel, viel mehr Packluck hast als ich. Mehr als Van Damme muss unbedingt sein. Gebt einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Vielen, vielen Dank. Immer so und sexy bleiben. Ich bin raus. Euer Chris und ciao.